Wenn sich rund 80 Kinder und Jugendliche und eine Handvoll Erwachsene entscheiden, ein Theaterstück auf die Beine zu stellen, ist es ein besonders großes Vorhaben. Dies hat der Kinder- und Jugendchor des Theater Triers gewagt. In der Vorbereitung auf die Premiere ist viel passiert. Ich begleite den Chor nun schon seit 6 Wochen auf ihrem Weg auf die große Bühne. Sechs Wochen zuvor. Der Text steht, die Rollen sind verteilt und die Gruppe übt zusammen mit Regisseurin Heidi Sommer Teile der Oper. Geprobt wird in Proberäumen des Theaters. Alle treffen sich hier regelmäßig, um den Ablauf und die Choreografie einzustudieren. Außerdem werden alle Musikstücke mit dem Dirigenten und dem Chorleiter trainiert. Dabei ist für die Regisseurin Heidi Sommer die Arbeit mit den Kindern etwas ganz Besonderes. Kinder erobern sich blitzschnell einen Raum, Kinder steigen blitzschnell auf Fantasie ein und sind bereit, die mitzutragen und mitzuleben. Und bei 88 Menschen auf der Bühne, da rockt der Saal. Aber worum geht es eigentlich in der Oper? In Brundibar geht es um Ausgrenzung. Es gibt immer Leute, sozusagen, die anderen was Schlechtes wollen, und es gibt Leute, die darunter leiden. Und das tauscht sich in Brundibar immer wieder aus. Wer ist Opfer, wer ist Täter, ist die Frage. Brundibar vermittelt die Nachricht, dass wenn wir versuchen in unserer Welt immer wieder so zu tun, als wäre nichts Schlimmes da, also wäre alles ist wieder gut, alles wird immer zugedeckt, dann kommt immer wieder Böses auf. Aber wenn wir einmal verstanden haben, wie das System funktioniert, Opfer, Täter zu sein, dann können wir sozusagen verhindern, dass sowas wieder passiert. Das Besondere an dieser Oper ist, dass diesmal Kinder für Kinder auf der Bühne stehen. Wie mir Chorleiter Martin Volz erklärt. Guck mal, normalerweise gehst du ins Theater, da gibt es so ein Weihnachtsmärchen, ne? Kindermärchen. Da spielen immer Erwachsene, die müssen dann manchmal in Babykleidern da rumtrotteln oder in so Enten- und Froschkostümchen. Das mag lustig sein, aber auf die Dauer finde ich das ein bisschen komisch. Ich finde das da viel spannender, und das ist etwas, woran ich gerne weiterarbeiten möchte im Haus in Trier, dass wir viel mehr wirklich authentische Kompositionen, die von Kindern, von Jugendlichen gemacht werden müssen, dürfen, auf die Bühne kommen. Nicht umgekehrt, nicht Erwachsene spielen für Kinder oder Kinder spielen nur für Erwachsene, sondern wir spielen für unsere Klientel und ihre Familien. Aber das finde ich unglaublich wichtig, dass wir das tun. So schnell vergeht die Zeit, und schon sind es nur noch 2 Wochen bis zur Premiere. Der Chor macht sich auf den Weg von den Kaiserthermen in die Markusstraße. Dort angekommen, treffen sie das erste Mal mit dem Orchester zusammen und proben ab jetzt zusammen für die Aufführung. Bei dieser Probe bietet sich die Gelegenheit, dass sich Chor und Orchester aufeinander abstimmen können. Letzte Feinheiten werden besprochen, damit es alles am Ende ein harmonisches Gesamtbild ergibt.
Nur noch ein Tag bis zur großen Premiere. Die Generalprobe steht an. Doch bevor es auf die Bühne geht, wird sich erstmal eingesungen, um sich fit zu machen und die Stimme aufzuwärmen. Und selbst dabei darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Ich bin heute Morgen genial. Und schon geht es auf die Bühne. Im Nachhinein wurden nochmal letzte Verbesserungen mit eingebracht, sodass die Premiere kommen kann. Warum ist das wichtig? Weil wenn ihr nämlich sonst den Annika Bibicek da reinlaufen und plötzlich seid ihr so... Da habe ich heute Morgen am Abend mich gedacht, vielleicht seid ihr an dem Punkt, aber leider kommt es schon ohne Power, ohne Kraft. Premiere. Überall wird sich vorbereitet, aufgewärmt, eingespielt und fertig gemacht. Im ganzen Haus ist die Anspannung und Aufregung zu spüren. Während sich der Saal langsam mit Kindern und Jugendlichen füllt, wird auf der Bühne schon alles aufgestellt, damit es gleich losgehen kann. Und schon ist es soweit. Der Vorhang hebt sich. Am Ende steht, wie man sieht, der ganze Chor auf der Bühne und verabschiedet sich unter tosendem Beifall vom begeisterten Publikum von der Bühne. Regisseurin Heidi Sommer fasst das alles sehr gut zusammen. Die Premiere war mega cool. Wir haben eine Zugabe singen müssen. Das habe ich noch nie in einer Oper gehört.